Ja, moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Und die Ratte ist einfach weg. Willkommen zu Shadow of Darkness, nicht The, von Overraider. 10 Secrets, ein Bonuslevel, 4 Levels. Und wir sind mal wieder im schönen... Ich wollte ihn gerade verschneiden und dann sagen. Und ich habe mir schon ein paar Secrets notiert. Also, ich weiß natürlich nicht, wie es da jeweils aussieht in den Umgebungen. Aber ich habe mir aus der Lösung, wenn irgendwo das Wort Secret auftauchte, ungefähr so ein paar Stichworte aufgeschrieben, wo das sein muss. Weil ein Bonuslevel würde ich schon gerne mitnehmen, ehrlich gesagt. Und wenn ich es doch verkacke, dann muss ich mal gucken, ob ich ein Safe Game davon krieg. Irgendwie passt das hier gerade nicht. Warte mal. Oh Gott. Ist ja gut. Irgendwie ist mir der Ton hier gerade zu. Eben gerade war das total laut und jetzt ist das irgendwie total leise. Ich habe einfach mein Headset lauter gemacht. Ja, die Story konntet ihr ja schon aus meinem Intro entnehmen. Hoffentlich. Da oben ist irgendwas Zerschießbares. Lara ist auf der Spur nach einem nach etwas Komischem. So. Eine Fackel. Ja, diese Aufnahme hier findet am zweiten Weihnachtsfeiertag statt. Und ich hoffe, ihr hattet auch schöne Weihnachten. Oder habt sie noch? Weil so die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester ist ja irgendwie immer noch so. Ach so, das ist ein Propeller. Ist ja irgendwie immer noch zusammenhängend. Für mich, finde ich. Ich habe mal einen Tag vor Weihnachten richtig schöne Finger geschnitten. Schöne Nagel rein. Aber zum Glück ist das Stück Nagel, was eigentlich so halb ab war, ist jetzt wieder festgewachsen, sodass es nicht wie so ein Hebel hin und her geht. Oh, Entschuldigung, das ist ein bisschen eklig. Was ist hier? Kann man da rein? Ich glaube nicht, dass die hier einfach Fenster offen haben. Oh, da sitzt einer. Oh, Police, was soll das hier? Please, ich mach Mittagspause. Stören Sie mich nicht. Was ist das hier? Ich habe das Level schon mal angespielt, aber nur um zu gucken, ob es auch funktioniert. Ein Schlüssel. Kann ich hier dran ziehen? Oh, falsche Taste. Und da brauche ich einen Hebel. Weil ich kann ja nicht mal einfach so anfangen. Und dann stimmt irgendwas noch nicht. Irgendwo hier soll ich hin, sagt die Lösung. Weil bei meinem ersten Gucken hier habe ich halt gemerkt, okay, ich weiß nicht, wo man hin soll. Ich weiß es irgendwie gerade immer noch nicht. Oh, Laras Wimpern. Aber da oben kann man hangeln. Ich liebe dieses Tomb Raider 3 Feeling mit London.
Weiß ich auch nicht warum. Irgendwie macht mich das immer so an. Ist das wieder so super laut irgendwie, ne? Oh, der Medipack. Oh, der Medipack. Der obligatorische Kran. Ich habe vorhin gar nicht zu Ende erzählt, dass Lara auf der Suche ist nach... Habe ich einfach aufgehört? Oder ist etwas auf der Spur? Nämlich hier komischen geheimen Sachen gehen hier vor sich. Ja! Schlüssel! Ah, Hoffnungsmusik. Ich hab das Spiel gleich durch. Ciao! Was habe ich jetzt davon, dass das hier auf ist? Ich könnte doch da einfach wieder raus, oder nicht? Was ist das überhaupt? Schön Tempel der Drei-Ring-Menü. Old Building. Okay. Man lagert also Schlüssel von alten historischen Gebäuden irgendwo auf dem Dachboden. Old Building. Was könnte ein Old Building sein? Auf jeden Fall ist das hier sehr schön texturiert, wenn man das so sagt. Ich fand immer das originale London-Level, das war immer so ein bisschen teilweise durcheinander. Man konnte irgendwie manchmal gar nicht erkennen, was das eigentlich sein soll. Also ich finde, man musste immer sehr viel Fantasie haben, um Sachen zu erkennen in den alten Spielen, finde ich. Oh, eine ganz kleine Rolle hat sie nur gemacht. Die gar nicht Angst, dass er die Decke abfackelt, wenn die Kerzen so dichter sind, weil kein Platz mehr zwischen ist. Bartow, die Musik. Und nicht vergessen, immer schön nach oben gucken. Und hier ist ein Hebel. Man guckt viel zu wenig nach oben. Um zu gucken, ob hier irgendwo die Sonne scheint. Speicherstein? Habe ich irgendwas verpasst? Ich habe doch gerade normal gespeichert. Das muss ich ja mal näher betrachten. Oh, noch mehr Fackeln. Oh. Die Fackeln haben eine Fledermaus. Hä, was ist die Kraftanzeige von der Fledermaus? Ich dachte gerade, was ist denn jetzt kaputt? Oh. Kann man das hier rausziehen? Das sind aber sonst in London Schiebesteine. Dann ziehe ich jetzt mal diesen Hebel. Hebel, so. Oh. Oh, Stacheldraht. Oh. Nein, doch kein neues Spiel. Oh. Das ist aber auch gut versteckt. Okay, das hat auch nichts gebracht. Hä? Was soll ich denn jetzt noch machen?
Was ist denn jetzt der Trick hier dran? Wenn man nicht wegspringen kann. Stirbt sie auch mal erst später. Sie fällt noch runter und dann steht sie da und dann stirbt sie erst. Hä, das checke ich jetzt nicht. Was ist das hier? Ich vermute jetzt mal so, hier muss irgendwas sein, dass ich hier unten lang laufen kann und da irgendwas hinschiebe. Aber wie... wenn ich zuerst hier hin soll, laut der Lösung. Dann muss ich, muss jetzt ja auch irgendwie schon richtig sein dann. Wenn ich noch nicht hierher soll, um noch irgendwas anderes vorzubereiten. Wisst ihr, wie ich mein? Och, Manno, jetzt habe ich gedacht, ich kann hier voll cool loslegen. Und jetzt hänge ich hier schon wieder wegen so einem Scheiß. Was ist denn das da? Was gemacht. Lalalala. Au, oh, da wäre eine Leiter gewesen. Da. Weg sind sie. So wollen wir das. Ohne Sterbesound. Jetzt bin ich hier. Und nun? Ist wieder sowas. Ist jetzt jede Etage irgendwie Spaß und Spannung? Spiel, Spaß und Spannung. Was ist das? Was heißt das denn mit dem Stein? Ich habe die Readme mal wieder nicht gelesen. Da oben kann man hangeln. Glaube ich. Muss ich den jetzt erledigen? War eigentlich... Hey! Aber eigentlich sind das doch meine Freunde. Wenn das nach Temple der 3 spielt. Aber vielleicht sind das auch welche, die haben es nicht mitbekommen.
Das führt bestimmt zum Sekret. Ach nee, gibt es hier überhaupt schon welche? Soll ich jetzt hier ranspringen oder was will das Spiel von mir? Oh. Was soll ich jetzt hier? Was ist da irgendwas? Nö. Oh, ich komme jetzt ja gar nicht mehr hoch. Okay, ich dachte, vielleicht kann man den jetzt schieben, aber vielleicht kapiere ich einfach noch nicht, wie man hier springen soll. Irgendwie sieht das auch so flach aus. Huch. Ich komme gar nicht so hoch, wie ich will. Oder ist hier wieder irgend so ein Geheimnis, was ich nicht sehe? Also wie der Hebel eben. Kerzen anzünden. Wenn ja, wie? Ich habe hier nichts. Außer einen Tisch und Stuhl. Ist hier irgendwas? Es muss jetzt ja... Die Lösung muss ich ja auf dieser Etage befinden, weil ich komme ja irgendwie auch nicht mehr hoch, wenn ich hier immer runterspringe. Da liegen Ozis eben rechts, habe ich gesehen. Wahr sein. Habe ich schon wieder hier alles verkackt? Man soll wirklich da oben ranspringen. Oh. Genau. Jetzt auf einmal macht sie das. Wo soll ich jetzt hin? Ich möchte mich einmal irgendwo hochziehen und ein bisschen gucken, wo ich hier so bin. Hier werde ich wohl nicht hinkommen. Ich hangel dich darüber. Aber ich kann es ja mal ausprobieren. Aber erstmal speichern. Ich finde das mal so witzig, dass ich das vorher nicht hinkriege. Dann muss ich es an meiner Lösung lesen. Und dann schaffe ich es sofort. Als ob ich mir selber nicht traue oder so. Okay. Also diese Kraftanzeige finde ich irgendwie ein bisschen nervig. Wenn man jetzt so einen Endboss hat oder so, das verstehe ich ja noch. Aber so eine kleine Scheißfledermaus? So. Da liegen jetzt Fackeln. Und da sind ja in der Tat auch ein paar. Hallo. Das Feuer aus. Was ist er denn für ein Arsch? Ich dachte gerade, was ist das denn für ein komisches Hintergrundgeräusch? Wo kriege ich jetzt Feuer her, außer von den Kerzen?
schmeiß mal ein paar runter. Ein paar, sind nur zwei. Ein paar aus zwei, besteht aus zwei, so. Dann gucke ich mal. Hoch. Wie ich jetzt hier, wie die einarmige Lara jetzt hier hinkommt. Au. Wo ist denn jetzt die andere Fackel? Finde ich nie wieder. Hä, aber wie komme ich denn jetzt hier hoch? Ach so, ich kann den Hebel wieder ziehen. Kriege ich das? Ist die Fackel da genauso hoch wie die? Muss ich jetzt draußen Feuer? Ach, hier war doch ein Feuer. Eins Feuer. Zis, nehme ich halt das. Niemand pisst mir hier mein Feuer aus. Oh nein! Hä, muss ich jetzt das Video nochmal gucken? Habe ich nicht. Hä? Ich denke irgendwie immer, ach, das geht schon. Das kann ich schon. Und dann kommt das Spiel mit so einem Kack um die Ecke. Ja, das brauche ich jetzt nicht nochmal sehen. Das ist lustig, aber. Da denkt sich auch nur so. Cool. Wie kriege ich denn jetzt in der zweiten Etage so ein Feuer? Wenn die Kerzen zu hoch sind für mich. Hau ich den jetzt damit oder was? Sind mit Blitzmerke. Hallo! Hä? Ist das jetzt ein Fehler? Man soll das Feuer gar nicht da bei der Pisse wieder anmachen. Man soll richtig rausgehen. Und das da soll man aufschießen, wenn man das Secret haben will. Ist ja auch gut, dass ich das eben mal zufällig gelesen habe. Wo habe ich jetzt die Fackel hingeworfen? Machen wir jetzt, nutzen wir jetzt den, ich sag mal, Bug aus. Weil ich weiß irgendwie gerade nicht, wie man hier wieder hinkommt, wenn man die Plattform hier nicht. Ach, warte. Wo war denn der Hebel, mit dem ich, achso, das war bei dem Pisshain wieder. Kannst du mal so versuchen, wenn ich das jetzt hier vorher wieder runter mache. Dann müsste ich ja wieder normal da raufkommen. Habe ich das jetzt schon wieder... Irgendwo hier war das. Hä? Ich bin doch gerade hier reingerannt, hab's geschmissen, oder nicht? Hä? Wieso liegt das jetzt da? Ich
kann mich überhaupt nicht erinnern, dass ich das in die Richtung geschmissen habe. So, jetzt versuche ich es mal so, dass ich runtergehe. Dass man das Pissfeuer wieder nehmen kann, das ignoriere ich jetzt mal. Das ist ja witzig, wieso geht denn das trotzdem? War das noch so heiß oder? Da war gerade die andere Fackel. So, und jetzt kann ich dahin. Ich habe Feuer und bin in der zweiten Etage. Wieso kann Lara nicht da bis oben? Da hätte sie doch jetzt rangekonnt, wenn sie ein bisschen den Arm hochhebt. Ich habe gedacht, ich kann sie da anzünden. Da ist wohl zu viel Urinstein dran. Ist der Hintergrund jetzt irgendwie schon wieder lauter als eben? Noch eine Etage. Da liegt irgendwas. Ich glaube. Was? Oh, oh! Der war aber still. Ich glaube, hier soll jetzt irgendwo ein Secret sein. Kurz auf meinen schlauen Zettel gucken. Nach der Leiter. Terrasse, habe ich mir aufgeschrieben. Da liegen noch Uzis. Da könnte man jetzt hinspringen. Dann kann ich aber nicht mehr dahin. Man denn da jetzt? Wieso hat sie sich jetzt eigentlich nicht festgehalten? Kleine Kuh. Oh. Jetzt muss ich... Oh. Jetzt muss ich ja noch eine Verwurstelung in der Luft machen. Will ich da rein? Oh Gott, ey. Sind alle Secrets so? Dann kotze ich. So, das ist das Secret. Das Secret ist immer so ein Kristall. Das stand auch in der Lösung, ein Blue Crystal oder sowas. Crystal. Na dann. So, und jetzt können wir ja noch die Uzi-Munition für die neuen soeben erworbenen Uzis einsammeln. Was habe ich jetzt eigentlich gerade geschafft, außer das Secret zu finden?
muss ich ja nochmal hier hoch. Zum Glück ist das hier noch hoch. Hier hätte das ja auch wieder ausmachen können. Von oben. Hätte ich jetzt ein Problem gehabt. So. Balkon. Terrasse, was auch immer. Was kann ich jetzt von hier tun? Was kann ich für sie tun? Da ist ein Eingang in ein anderes Gebäude. Aber in dieses Gebäude gehen wir dann in der nächsten Folge. Und ich hoffe, ihr habt daran genauso viel Freude wie ich und begleitet mich in diesem schönen London-Level, das hoffentlich noch eine Weile geht, wenn es 4 Levels hat. Ach ja, und einen guten Rutsch, einen ruhigen guten Rutsch. Also, bis zum nächsten Mal.